Ja, ich freue mich, Nora Filin-Hansing heute hier im Gespräch zu haben. Und du bist ja schon, glaube ich, dreimal beim Festival gewesen, oder? Zweimal, das dritte Mal kommt in diesem Jahr. Das dritte Mal kommen in diesem Jahr. Und du bist, ich habe es eben gerade nochmal nachgeguckt, du bist 23 Jahre. Also so jung. Als ich so jung war, war ich auch schon auf dem spirituellen Weg, aber du hast ja sogar so schon drei Bücher geschrieben, und zwar hochspirituelle, sehr wahrhaftige Bücher. Ich habe sie nicht gelesen, aber ich habe mir einen Überblick verschafft. Also das klingt sehr fundiert, und ich würde gerne mal von dir wissen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du so früh auf dem Weg gelandet bist und schon so klare Vorstellungen in die Welt bringst? Ja, ich bin auf eine Weise damit geboren. Also mit unserer spirituellen Essenz sind wir ja alle geboren, nur ist das eben so, wie ich zunehmend erkannt habe, dass dieses Wissen und dieses Bewusstsein einfach bei den meisten Menschen verschleiert ist in der gegenwärtigen Zeit. Und für mich war das immer sehr präsent, diese Erfahrung, dass ich selbst mehr bin als mein menschliches Sein. In dem Sinne, dass mein menschliches Bewusstsein eben integriert ist in ein größeres, höheres Bewusstsein. Und im Laufe der Zeit bin ich dahin gekommen, immer klarer zu verstehen, dass dieses höhere Bewusstsein ein kosmisches Bewusstsein ist. Ein Bewusstsein in dem Sinne, dass ich mich als Seele erfahre, als kosmische Seele, die hier als menschliches Wesen inkarniert ist für eine Zeit. Und mich hat auf meinem Erdenweg hier immer diese Kollision begleitet, die Kollision meiner großen kosmischen Wahrnehmung mit dem begrenzten Systemmatrixfeld, das wir Menschen uns hier aufgebaut haben, in dem Sinne des Leistungssystems, des Konkurrenzsystems und des Ja, dieses Systems, das gegen die natürliche Welt und gegen unser inneres Sein arbeitet. Und das war für mich seit jeher ganz intensiv spürbar. Und ich habe mir ganz früh versprochen, dass ich mich immer an meine innere Wahrheit halten werde. Also, dass dieses größere kosmische Bewusstsein, das ich so stark als die Wahrheit und die Wirklichkeit gefühlt habe, dass das mein Leitstern ist, dem ich folgen möchte, weil ich auch nur so überhaupt leben kann. Weil alles andere, was innerhalb dieses Systems geschieht, sich für mich nie wie Leben angefühlt hat. Und ich auch immer gespürt habe, all die Menschen, die darin absorbiert sind, die sind auch nicht wirklich mit ihrem Leben und ihrer Bewusstseinskraft und ihrem wahren Potenzial verbunden. Ja, und daraus hat sich dann eben nach und nach alles entfaltet, was bis hierher Wie da kann ich mir ist. das vorstellen, dass dir das so früh präsent war? Ab was für einem Alter oder von Anfang an hast du irgendwie eine Verbindung zum Kosmos gespürt? Oder wie hat sich das für dich innerlich dargestellt oder angefühlt? Ja, ich habe immer eine große Enge in den Systemräumen gespürt, in die wir ja auch als Kind sehr früh geführt werden, im Sinne von Schule zum Beispiel. Also all diese Orte, an denen wir funktionieren sollen, die haben sich für mich wie eine große Bedrängnis angefühlt.
Und gleichzeitig, immer wenn ich diese Momente hatte, in denen ich austreten konnte aus diesen Systemräumen, ist diese Weite um mich geschehen. Also immer wenn diese äußere Bedrängnis für eine Zeit quasi außer Kraft gesetzt war, dann ist mein wahres Bewusstsein aufgegangen. Und dann stand ich auf einmal in dieser Welt, die wirkliche Welt ist, beziehungsweise die ich als die wirkliche Welt erfahren habe. Und da bin ich, das habe ich wie eine Öffnung erfahren, durch die dann die wirklich wahrhaftigen Informationen durch mich fließen konnten. Und zwar Informationen in Form von Energie. Und dadurch, dass diese Energie dann mein ganzes System und meinen Geist so weit geöffnet hat, bin ich dann angekommen, mich darin zu spüren, in dem, was ich wirklich bin. Also es war im Grunde immer diese Wechselwirkung zwischen dieser Bedrängnis und der Komprimierung in diesem System, das ich nicht als wahrhaftig empfunden habe, und dann dieser großen Erfahrungswelt, die aufgehen konnte, wenn ich in der Gelegenheit war, loszulassen. Und das war für mich und ist so kraftvoll, dass ja, dass ich einfach ganz früh dann auch in der Schulzeit schon wusste, dieser Bedrängniswelt kann und will ich mich nicht unterordnen. Und das, was wirklich ist und das, was mich auch dazu bringt, wahrhaftig zu fühlen und wahrhaftig zu leben, das ist diese größere Bewusstseinswelt und der will ich folgen. Und als Teil dieser Bewusstseinswelt bringst du quasi das Bewusstsein in das, was du als beengte Umstände oder als Matrix erlebst. Genau. Also ich bin im Grunde hier, um diese nicht wahrhaftige Welt abzulösen durch die wahrhaftige Welt. Also dadurch, dass ich aus diesen Bewusstseinsräumen schöpfe, aus den kosmischen Bewusstseinsräumen schöpfe, ja, durchlichte ich das Alte und bringe es in die Auflösung. Also dadurch, dass die wirkliche Wirklichkeit dann immer mehr die konstruierte Wirklichkeit ablöst. Also durchlichten und ablösen im Sinne von Integration oder wie empfindest du das? Oder wie siehst du das? Ja, für mich ist es vor allem so, dass ich es für mich so spüre, dass ich diese Energie und dieses Bewusstsein, das ich mitbringe, wie von oben, also aus der Metawelt hier hineinfließen lasse. Und dann geschieht die Durchlichtung im Grunde wie von allein. Also ich bringe diese kosmischen Wahrheitsinformationen hier ins Feld. Und dann sehe ich, dass sie ihre Wirkung auch oft ohne mein weiteres Zutun entfalten, weil die Wahrheit immer ihren Weg findet. Und das, was ich eben tue, ist, ich wirke dafür, Bewusstsein zu öffnen. Und zwar in jedem einzelnen Menschen zu öffnen. Und immer dann, wenn sich Bewusstsein öffnet, können alte konstruierte Schichten nicht mehr bestehen, weil sie dann eben sichtbar werden als dieses künstliche Gerüst, das den Geist nur, ja, nur wie in einem Käfig gehalten hat, aber gar nicht wirklich echt war. In welcher Art wirkst du quasi, indem du Bücher schreibst, natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite triffst du dich mit Gruppen oder mit Menschen, um mit ihnen zu reden, oder wie bringst du
diese Durchlichtung an die Menschen weiter. Ja, mit den Büchern hat es angefangen. Also die Sprache und das Schreiben habe ich immer als ein sehr wertvolles Instrument erfahren und auch als ein Weg, mit dem ich von Natur aus quasi sehr verbunden war. Und ja, so waren diese Bücher eben längere Zeit erstmal mein Weg, durch den ich auch entwickelt habe, wie ich diese Informationen hier übersetzen kann, dass ich sie hier einbringen kann im Sinne von Sprache. Also die Sprache ist ein Weg des geistigen Wirkens und des Bewusstseinsöffnens. Und was jetzt immer mehr und vor allem präsent ist für mich, das ist das unmittelbare Wirken über Energie, also über Meditation, über das Wirken mit Menschen, also von Mensch zu Mensch, von Seele zu Seele. Und aus diesem Impuls heraus, dass es an der Zeit ist jetzt für ein Wirken, das über das Geschriebene, über dieses Unpersönlichere hinausgeht, ist die Revolution der Seele entstanden, die ich Anfang 2023 quasi gegründet habe. Also die Bewegung für die Wiedervereinigung mit dem Kosmos in uns, nenne ich sie. Und Meditation ist dabei eben ein ganz wichtiges und wertvolles Medium des Wirkens, weil ich durch sie eben genau diese Bewusstseinsräume energetisch öffnen kann, die es braucht, damit diese Öffnung eben für unser Kollektiv geschehen kann. Was bedeutet Meditation für dich? Hingabe. Hingabe an die kosmische Wirklichkeit. Also für mich ist Meditation eigentlich dieses Loslassen meiner menschlichen scheinbaren Begrenzungen und das mich hineinbegeben in diesen größeren Seelenraum, in diesen erhabenen Bewusstseinsraum und in diese Weite, die immer da ist und mit der ich bewusst eins werde, wenn ich meine Verstandesgrenzen verlasse, wenn ich meine Körpergrenzen nicht mehr als absolut sehe, wenn ich einfach dahin komme, vollkommen zu empfinden und vollkommen zu fühlen. Also Meditation ist für mich eigentlich Bewusstseinsöffnung durch die Befreiung der inneren Räume in die Empfindungswelt, die ihnen eigentlich wirklich offen steht, die nur eben so oft verschleiert ist durch unseren Glauben, immer etwas tun zu müssen oder irgendeine Leistung erbringen zu müssen oder überhaupt, ja, begrenzt und reduziert zu sein auf einen physischen Körper. Ja. Und wenn du jetzt mit Menschen zusammen bist, also Menschen zu dir kommen und mit dir von dir erfahren möchten, wie Meditation für sie funktionieren kann, wie diese Öffnung funktionieren kann für sie. Hast du da irgendwie etwas, was du anbietest? Oder setzt du dich einfach nur mit den Menschen zusammen und lässt dann die Energie fließen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es ist diese Wechselwirkung aus beidem. Also Also das nochmal Wichtige kurz, ist, um das verständlich zu machen, wenn jemand sonst sagt, ich biete Meditation an, ja, dann bedeutet das meistens, man setzt sich hin und es wird eine Technik angeboten, auf den Atem achten oder sich oder visualisieren oder sowas, ja. In welchem Sinne sprichst du in dem Fall Meditation mit anderen zu teilen?
Also ich tue es im Grunde außerhalb jeder Technik. Es geht mir nicht darum, Techniken zu vermitteln, weil die in meiner Empfindung viel zu sehr sich auf den Verstand ausrichten und im Grunde erstmal wieder mit dieser Haltung dahin kommen, ich bin jetzt hier, um jemandem etwas beizubringen. Ich glaube aber gar nicht, dass ich jemandem irgendetwas beibringen muss, sondern dass ich eben dadurch, dass ich Kanal für diese Energien sein kann, diese Energieräume für andere öffnen kann. Das heißt, wenn ich eine Meditation leite in dem Sinne, dann übergebe ich mich selbst an die Energie, die ich vermitteln möchte, die durch mich fließen möchte. Das heißt, ich selbst bin dann Aspekt und Ausdruck dieser Energie und eben mehr mit meinem Metabewusstsein verbunden als mit meinem menschlichen Bewusstsein verbunden. Das heißt, das Menschliche ist dann in dieses größere Energiewirken integriert. Und diese Energie, in der ich ja selber dann auch bin, die formt dann gewisse Worte. Also meine Meditationen sind auch mit Sprache verbunden, also ich spreche dabei auch. Aber es ist eben kein Sprechen aus dem Verstand, sondern ein Sprechen aus diesem Energiebewusstsein. Und ein Sprechen, wodurch ich die teilnehmenden Menschen quasi durch ihre Schichten führen möchte. Also diese Prozesse, die ich selbst für mich vollziehe, wenn ich meditiere, möchte ich weitergeben für die Menschen, die diesen Weg in sich selbst noch nicht so gut kennen. Also die eben noch an gewissen Schichten in sich dann hängen bleiben, die verhindern, dass sie in dieses kosmische Ganze hineinkommen. Und das ist dann im Grunde wie Einladungen, die ich ausspreche. Und diese Einladung kann dann jeder auf seine oder ihre Weise eben wahrnehmen und ihr folgen. Und so geschieht auch für jeden immer genau das, was richtig ist, weil ich in dem Sinne nicht versuche, irgendwas zu bestimmen, sondern ich Bis Kanal. will Räume öffnen. Genau. Also, Genau. wir haben, du sagst ja, Sprache ist sehr wichtig. In dieser ganzen spirituellen Szene gibt es ja zwei Wörter, die mir automatisch in den Sinn kommen, wenn ich zuhöre, was du sagst, wie du arbeitest, dann gibt es das Wort Channeling und dieses Wort Transmission, was mehr im Englischen gebraucht wird. Sind das Begriffe, mit denen du dich in irgendeiner Form identifizieren kannst, oder ist dir das zu eng als Wortkapsel? Auch hier ist es beides. Also ich weiß, dass das, was diese Worte meinen, auf eine Weise das ist, was ich tue. Aber ich brauche sie nicht, um jetzt zu definieren oder zu identifizieren, was ich tue. Denn das, was wirklich getan wird, ist das, was sich tut durch mich. Also das ist eigentlich nur in der Erfahrung wirklich nachzuvollziehen. Also auch in der Erfahrung derer, die dann auf der Meditationsreise mit dabei sind und spüren, was in ihren Systemen und in ihrem Bewusstsein geschieht. Und dieses Channeln, das ist für mich eigentlich unser natürliches Sein. Also das ist eigentlich das, was immer Durch uns kommt. geschieht. Und je geöffneter und je verbundener wir sind mit der Einheit und dem großen Ganzen, umso leichter kann das durch uns fließen und umso barrierefreier sind wir auch eins damit. Das heißt, immer dann, wenn wir unser menschliches Sein
nicht mehr in den Verstand hineinkomprimieren wollen, dann schaffen wir uns selbst wieder die Möglichkeit, eben ein Aspekt dieser großen kosmischen Information zu sein. Und in dem Sinne kommen wir dann auch wieder darin an, unser Leben als vollkommen geführt zu erfahren. Also in dem Sinne, dass jeder Impuls und jede Intuition und alles, das uns auch von außen begegnet, immer eine Botschaft für uns ist und immer zu jeder Zeit am richtigen Platz ist. Und auch dann kommen wir wieder in diese Hingabe, weil wir nicht mehr versuchen, etwas zu kontrollieren, sondern mit etwas zu sein, mit dem Ganzen zu sein und uns eben als Aspekt dieser größeren kosmischen Intelligenz zu erfahren. Sehr schön. Eine Frage, die meisten bewegt, die eben mit diesem Spagat oder dieser Kollision von der Materie und dem Licht täglich zu tun haben, ist ja, dass viele irgendwie diesen wirtschaftlichen Aspekt, der auftaucht, wenn du in der Materie lebst, ja, also wenn du brauchst, auf gut Deutsch gesagt, du brauchst Geld zum Leben, du brauchst eine Wohnung, du brauchst was zu essen, entwickelt sich das für dich genauso durch den Geist? Ja, also ich erfahre es so, dass die Materie oder das, was wir als materielle Welt erfahren, auch bloß Ausdruck des Geistigen ist. Also es gibt keine Grenze zwischen dem Geistigen und dem Materiellen, weil alles immer bloß Spiegel des einen ist und und verschiedener Ausdruck. Und diese materielle Welt als Ausdruck des Geistigen bringt uns Menschen eben in diese Herausforderung oder in dieses Übungsfeld, damit umgehen zu lernen, wenn eine Welt getrennt erscheint oder wenn wir uns getrennt zu einem anderen erscheinen. Und das heißt, auf eine Weise erschafft uns diese Begegnung mit der materiellen Welt diese Trennungsillusion, mit der wir hier eigentlich ja uns erfahren dürfen und mit der wir weiterentwickeln dürfen, wer wir wirklich sind. Und ich erfahre für mich, je bewusster ich diese materielle Welt tatsächlich in mein geistiges Erkennen integriere, also je weniger ich sie als etwas vom Geist Separiertes betrachte, umso natürlicher fließt sie auch einfach mit. Das heißt, wenn ich in mir in einem Füllebewusstsein ankomme, dann ist auch die materielle Welt eine Resonanz auf dieses Füllebewusstsein, weil sie eben als Ausdruck des Geistes immer meinen Geist spiegelt. Wenn ich mit dieser Haltung unterwegs bin, ich muss mir hier alles verdienen und es ist getrennt von mir und Hart arbeiten. genau die Fülle müsste erarbeitet werden, dann wird auch genau das geschehen, weil ja mein Geist dann die Fülle von mir wegschiebt und diese Barriere aufbaut. Wenn ich aber nicht mehr diese Barriere aufbaue, sondern erkenne, das ist bloß ein Ausdruck des Geistigen. Und wenn ich mein Geistiges öffne, dann kann auch der materielle Ausdruck des Geistigen in seiner ganzen Fülle zu mir fließen, weil er ja einfach da ist. Ich meine, in der Einheit ist immer alles vorhanden und in der Einheit strebt immer alles ins Gleichgewicht. Das heißt, Mangel und Ungleichverteilungen sind im Einheitsbewusstsein nicht vorhanden. Das ist nur in einem Trennungsbewusstsein vorhanden. Und darin sehe ich eben jetzt auch die große kollektive Aufgabe unserer Zeit, dieses Trennungsbewusstsein aufzulösen und eben hineinzukommen in dieses
größere Einheitsbewusstsein, in dem wir nichts mehr kontrollieren müssen, sondern in dem einfach alles da ist und es ist gut. Also im Grunde, also mein Wort dafür ist Vertrauen, dass der Geist mich führt. Ja, Vertrauen ist sehr wichtig dabei. Vertrauen, dass die Dinge einfach so geschehen, wie sie für mich und für das Ganze zum Besten sind. Das ist, und einfach dieses Einfache, was ich bei dir auch wahrnehme, dieses Einfache und Gewöhnliche im positiven Sinne, ja, leben, ohne einfach große Konzepte zu haben, sondern sich einfach dem zu öffnen, was sich entwickelt. Ja, und immer wieder in die bewusste Einheit mit der Seele zu gehen. Also diese Verbindung und die Kommunikation mit meiner Seele und meinem seelischen Bewusstsein, das ist im Grunde die Essenz des Weges, den ich hier gehe und auch die Essenz dessen, was ich mit der Revolution der Seele hier wirken möchte. Also diese Wiedervereinigung mit dem Kosmos in uns, die unser Menschsein eben in die Ganzheit führt und in die bedingungslose Liebe führt und in diese Lichtwelt führt, die immer da ist. Das ist eigentlich alles, worum es in meinen Augen wirklich geht. Also es ist im Grunde nicht schwer. Es ist eigentlich bloß ein Wiederöffnen in das, was unsere natürliche Wirklichkeit ist. Was würdest du unseren Zuschauern sagen? Wie können sie mit ihrem geistigen Selbst oder mit dem Kosmos in Verbindung treten? Was können sie, gibt es irgendetwas, was sie dazu tun können, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen diese Verbindung gerade fehlt? In die Stille gehen, mit sich selbst in die Stille gehen, in dem Sinne, sich selbst an den eigenen Empfindungsraum hingeben. Also aus dem Tun, immer wieder aus dem Tun, dem äußeren Tun austreten und sich die Möglichkeit geben, absolut zu fühlen mit dem, was ist und das auch ohne zu denken. Also wir sind ja in dieser Gesellschaft so konditioniert, dass wir immer meinen, mit allem gleich irgendwie arbeiten zu müssen oder alles gleich irgendwie verändern zu müssen. Und ich erfahre es so, je bedingungsloser ich mich selbst an dieses Jetzt, was ist, übergebe, umso leichter können alle Schichten von meinem Sein zurücktreten. Weil wenn ich nichts mehr festhalte, dann fließt wie von selbst alles ab, was nicht echt ist. Und dann ist das wie ein Aufgang des Lichtes in uns. Wenn wir keine Barrieren mehr aufbauen und dieses Wollen in uns verlassen, dann kann das mit uns geschehen, was wir wirklich sind. Dann schaffen wir in unserem menschlichen Sein eben wieder diesen Raum, den unsere Seele wirklich bewohnen kann. Das heißt, eigentlich geht es darum, dass wir uns selbst Räume öffnen. Also, dass wir und jeder von uns wieder dahin kommt, sich zu ermöglichen, die eigene innere Ganzheit zu erfahren, also Empfindungsräume ermöglichen. Konzentration auf das eigene Sein. Also ich komme ja aus der alten
Schule sozusagen aus dem Advaita und Satsang und so weiter. Und mein Hauptinspirator ist Nisargadatta Maharaj, der immer wieder gesagt hat, das Einzige, was nötig ist, ist, dass du dich auf dein Ich Bin, auf das Gefühl des puren Seins konzentrierst. Schwingt das mit dem, was du gerade gesagt hast, gleich oder hast du da noch eine Ergänzung zu? Es ist sehr verwandt, auf jeden Fall. Also, ja, es dieses Ich bin, ohne mich an dem Ich bin selbst festhalten zu müssen. Also dieses Ich bin tatsächlich als pure Erfahrung. Also ein Ich bin vollkommen ohne meine menschliche Identifikation. Das heißt, natürlich darf mein menschliches Sein darin integriert sein, aber Jenseits der Persönlichkeit. ja, ich bin daran nicht mehr gebunden. Also ich bin mehr Seele als Mensch. Das heißt, mein Menschsein ist in mein seelisches Bewusstsein integriert und dadurch wird mein menschliches Ich bin frei. Hast du sehr schön gesagt. Sehe ich auch so, ja. Jetzt kommst du ja zum Festival und was machst du da auf dem Festival? Was können die Menschen, die gerne dich kennenlernen möchten, auf dem Festival erwarten? Oder sollen sie einfach ohne Erwartung kommen? Ohne Erwartungen natürlich am besten. Aber einen kleinen Ausblick kann ich geben. Also es werden Meditationen sein, tatsächlich, mit denen ich dort sein werde, weil die Meditation eben das Medium ist, das ich als am kraftvollsten erfahre, wenn es darum geht, über Energie zu wirken und ganz unmittelbar die Bewusstseinsräume zu öffnen. Und meine Meditationen werden auch mit Klang begleitet sein. Also ich bin da mit meiner Handpan auch unterwegs. Und ja, in dem Sinne werden diese beiden Workshops, also diese beiden Meditationseinheiten, jetzt auch integriert sein in diesen größeren Weg der Revolution der Seele, den ich jetzt gehe, also alles, was ich in irgendeiner Form wirke, dient eben unserer Einswerdung mit dem kosmischen Bewusstsein. Und dieser Öffnung in die Metaperspektive, dieses Erkennen dessen, was in unserer Zeit hier auf der Erde gerade wirklich geschieht, dadurch, dass wir in den größeren Einheitsbewusstseinsraum gehen. Und in dem Sinne ist meine Absicht für diese Meditation, unsere Seelenräume zu öffnen. Und das heißt, uns als Menschen zu öffnen, dass wir eins werden mit unserem Seelenraum. Da kommt mir jetzt noch eine Frage. Wird ja im Moment ganz viel gesagt, es ist eine neue Zeit, die beginnt. Es gibt viele Menschen, die im Internet auch teilen, die Zeitqualitäten, wie sie sich verändern oder besondere Portale oder astronomische Konstellationen, die sich auswirken. Was ist dein Gefühl? Was passiert derzeit in der äußeren Welt? Ist das überhaupt von Bedeutung? Ja, die äußere Welt ist der Spiegel des größeren Prozesses, der geschieht. Und es gibt sehr viele Ebenen des Geschehens und also ganz viele, ja, im Grunde wie verschiedene Wirklichkeiten, die aber alle Teil der einen Wirklichkeit sind. Und es kommt jetzt eben darauf an, womit wir uns verbinden. Also es gibt
Für mich ist es wie zwei Zeitlinien, die ich jetzt beobachten kann. Also es gibt diese Zeitlinie der niederen Ebenen, die absorbiert sind im Kampf und im Krieg und in der Zerstörung. Und es gibt aber auch jene, und in der liegt das große Potenzial, jene des Liebesbewusstseins und des Friedensbewusstseins, und das ist jene, auf der auch all das lichtvolle Wirken sich jetzt mehr und mehr entfaltet. Das heißt, es gibt im Grunde eine Ebene, die sich jetzt in sich selbst so lange abarbeitet, bis sie sich vollkommen auflöst. Und es gibt diese Ebene, auf der wirklich die neue Welt erschaffen wird. Und diese neue Welt können wir eben nur erschaffen in einem Bewusstsein, das weiter und größer ist als jenes, das die Welt des Krieges erschaffen hat. Das heißt, diese Veränderung der Zeitqualitäten, die geschieht in meiner Wahrnehmung durch einen großen Zustrom von kosmischer Bewusstseinsinformation, die jetzt die Erde erreicht und die auch durch den Planeten Erde selbst durch uns Menschen strömen darf. Das heißt, diese neue Welt, die für mich die Paradieserde ist, die ist im Grunde beschlossene Sache. Es kommt jetzt nur darauf an, wie sehr und wie viele Menschen sich wirklich bewusst damit verbinden, mit diesem großen Potenzial, mit dem wir jetzt hier sind. Und je tiefer wir uns mit der Liebe und dem Frieden und dem Einheitsbewusstsein verbinden, umso klarer können wir auch sehen, wie diese Paradieserde beschaffen ist. Das heißt, wie unser Sein und unser Miteinandersein wirklich sich entfalten kann, wenn wir uns mit den Visionen verbinden. Und eine Vision ist ja auch immer etwas, das höher ist als unser menschlicher Verstand. Es ist ja auch etwas, das verbunden ist mit der Absicht des kosmischen Geistes selbst. Und alles, was jetzt eben im Sinne dieses kosmischen Geistes geschaffen wird durch uns Menschen, das kriegt bedingungslose Unterstützung. Wunderbar. Nora, ich danke dir für dieses wunderschöne Interview. Ich freue mich darauf, dich auf dem Festival zu sehen, wobei wir ja da meistens nicht so viel Zeit haben, jedenfalls ich meistens nicht. Aber ich denke, du bist eine echte Bereicherung und ich freue mich drauf. Also, dir eine wunderbare Zeit. Ja, ich danke auch dir für das Gespräch und bin in Vorfreude auf das Festival.